Wir sind bei 72 Stunden dabei, weil wir Menschen helfen wollen und anpacken wollen, wo wir können. Ja! Also wir übernehmen den Nickladen und ja, wir machen da so einen Innenhof, den wir gestalten. Und wir werden auch einen Vintage-Markt. Und die Schaufenster können wir auch gestalten. Ja. Und wir tun zusätzlich noch in St. Leonhard bei dem Essen retten helfen. Und Müll sammeln. Müll sammeln, genau. Für wichtig, mit der Jugend zusammenzuarbeiten und zu versuchen, gemeinsame Momente, schöne Momente zu erleben. Es ist auch für uns als Gemeinschaft wichtig, aber auch der Jugendzeit, von der Seite der Jugend ist auch, denke ich, ein Erlebnis. Gymnasium Hartberg, die beste Schule der Oststeiermark, die macht natürlich auch mit bei 72 Stunden ohne Kompromiss. Wir mischen mit, wir mischen uns ein, unser Leben kann voll fahren. Ich werde beim Odilien-Institut für Leute, die wenig sehen oder für Blinde im Endeffekt Tandems reparieren. Und ich persönlich mache mit, weil es mich einfach interessiert. Das Angesicht dieser Welt. Jede Linie, die du zeichnest, ich bin eigentlich fürs Handwerkliche dabei. Ich bin auch fürs Handwerkliche mit dabei, aber auch eher fürs Kreative. Und wir machen mit, weil bei uns ist das verpflichtende Sozialpraktikum in der 6. Klasse ausgefallen wegen Corona. Und wir haben gesagt, wir wollen trotzdem was machen. Und jetzt haben wir gesagt, wenn die 6. jetzt vorbei ist, machen wir es halt in der 7. Ja, gemeinsam. Da gelingt uns viel, Ideen und Taten führen zum Ziel. Ich bin das dritte Mal dabei und ich finde die Aktion heuer extrem wichtig, weil wir leben aber oft in so einer Blase und es ist manchmal gut, dass man die Bubble verlässt und einmal rausgeht und die Jugendlichen die Chance kriegen, was anderes kennenzulernen. Zieh deine Spur, finde deine eigene Farbe nur. Das im Gesicht. Machen mit, weil wir uns sozial engagieren wollen. Und weil es uns so gut geht, dass wir anderen helfen wollen. Alles Gute. Und ob jetzt Geld zahlt oder wie, 72 Stunden, okay? Gut, Start. Linie, die du zeichnest, zählt.